DFB-Pokalkracher 2024. Flutlichtdrama vor 75.000 Zuschauern. Heute trifft Hertha BSC auf den ersten FC Kaiserslautern. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Giganten im Pokal war 2013, als sich Kaiserslautern mit 3:1 durchsetzen konnte. Hertha BSC stand in der Vergangenheit zweimal im Finale, konnte aber nie den Pokal gewinnen. Der große Traum vom Finale im eigenen Stadion erlebt und er ist größer als je zuvor. Kaiserslautern stand in der Vergangenheit siebenmal im Finale, konnte davon zweimal den Pott nach Lautern holen. Im letzten Spiel gegen den HSV gab es ein Drama mit glücklichem Ende für Hertha BSC. Der erste FC Kaiserslautern konnte mit einem souveränen 2:0 gegen Nürnberg die nächste Runde erreichen. Doch bevor wir zum wesentlichen Teil kommen, lasst uns erstmal was essen gehen. Viel Spaß! Heute könnte wirklich eines der wildesten Spiele, Alter. Dieses ganze Stadion wird heute brennen. Wisst ihr, was für eine Energie hier drin jetzt schon ist? Brutal. Die 34. Leute hier nicht eingekommen, um Spaß zu machen. Also weder die Hertha-Fans, aber auch die Fans von Lautern sind sehr, sehr gut mit dabei am Anfang. Muss man ihn lassen. Fünfte Minute, es kann es nicht sein. Es kann es nicht sein. Aus einem Freistoß, der abgewertet eigentlich ungefährlich wird, Querschläger rein und auf einmal steht er alleine. Alleine und kommt einfach zum Schuss. Hier ist für mich eine Szene, die ein bisschen das Spiel von heute widerspiegelt. Ecke, der Ball kommt zurück. Man versucht, den Ball nochmal scharf zu machen, beziehungsweise hier eine Situation zu erschaffen. Und anstatt hier versuchen, eine Flanke reinzuschlagen, scharf zu machen, nein, der Ball geht wieder nach hinten und Chance vergeben. Also die ersten 25 Minuten sind um und es ist alles andere, was man sich von einem Pokal-Viertelfinale erwartet. Keine Chancen. Ich glaube, das Tor war die einzige Szene, die ich euch jetzt hier reinschreiben werde. Viele Zweikämpfe, viele harte Zweikämpfe, aber keine Kombination von beiden Seiten, nicht keine Spielideen. Ich bin bedient. Ich bin einfach bedient. Was war das für eine Annahme und für einen Pass von Kenny? Aber ich sag ehrlich, den kann man da schon vorne aber machen. Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen für ein Tor kurz vor der Pause. Halbzeit. Hertha hat ein Riesenproblem. Ist es der Spielaufbau? Denn jeder Ball, der auf den Torwart kommt, wird lang gespielt, auf Tabakovic klatschen lassen und dann passiert da aber nichts mehr. Varko kommt fünfmal entgegen, bekommt nicht ein einziges Mal den Ball, um den Spielaufbau zu machen. Und irgendwann musst du auch mal eine andere Idee ausdenken, um auch nach vorne zu kommen. Weil das funktioniert auf Dauer so nicht. Digga, heilige Macaroni war das laut. Und daran siehst du, wie sehr die Fans an diesem Spieler einfach festhalten. Aber dass er Deo ausgewechselt hat, verstehe ich gar nicht, weil er hat ein für mich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr, sehr gute erste Halbzeit. Keine Ballverluste, jeden Zweikampf gewonnen, alles da rasiert.
völlig unverständlich. Was zwei Spieler für einen Impact haben können. Habt ihr gesehen? Direkt. Ballack, super Ball auf Reze. Reze springt als Tabak mit Schuss rein. Geh, Junge, geh! Geh rein, geh rein! Langsam muss hier ein Tor her. Langsam muss ein Tor her. 27 Minuten noch. Komm schon, Männer. Sagt mir nicht, ich bin der Einzige, der das gesehen hat. Oder er hat seinen Kopf weggezogen. Er hat 100% seinen Kopf weggezogen. Krasser Fehler von Superlakis. Ich habe ihn davor noch gelobt. Komm, komm, Aris. Oh mein Gott. Reze ist die ärmste Sau auf diesem ganzen Spielfeld. Er kriegt jeden Ball und es wird gehofft, dass er hier irgendwas macht. Reze und Gibi. Das ist die ganze Hoffnung gerade von Hertha BSC. Und genau, wenn einer ein Tor macht, Fabian Reze, habe ich es nicht drauf. Aber ich sage euch ehrlich, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr besser. Aber daran sieht man wieder einfach die Abhängigkeit. 3-1 in einem so kacken Spiel und wer macht das Tor? Reze. Kommen wir zur Analyse des Spiels. Ich glaube, ich werde das jetzt auch öfter machen, dass ich ein paar Sachen oder beziehungsweise auch taktische Dinge nach dem Spiel nochmal anspreche, wie das Spiel verlaufen ist, wie ich es wahrgenommen habe als Zuschauer. Ich muss sagen, Glückwunsch an Kaiserslautern. Verdient gewonnen. Nicht verdient gewonnen, weil sie besser gespielt haben, sondern weil sie cleverer gespielt haben, weil sie es geschafft haben, ihre Chancen zu nutzen, weil sie es geschafft haben, eiskalt zu spielen. Die Statistik besagt 69% Ballbesitz für Hertha BSC, 9 zu 6 Schüsse, 80% Passquote zu 52% Passquote für Kaiserslautern. Die Taktik war für mich etwas fragwürdig, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das immer jetzt nur am Trainer liegt, sondern ob es auch vielleicht an den Spielern einfach liegt, die das nicht umsetzen, weil ich sehe keine Steigerung zu den letzten Spielen, vor allem im Spielaufbau. Für mich gibt es im Spielaufbau keinerlei Kreativität. Lange Bälle werden immer nur auf Tabakovic geschlagen, es wird abgelegt und es wird dann versucht, in die nächste Zone zu kommen, was aber nicht klappt. Es kommt mir vor, als ob irgendwie das nicht weiter trainiert wird, als ob da keine Ideen sind. Der Ball kommt zu Tabakovic, abgelegt und dann, ja, gut, dass der Plan dann nicht weitergeführt wird. Beide Mannschaften kamen das ganze Spiel viel über lange Bälle, viel über Zweikämpfe, wobei man sagen muss, Hertha hat es nicht geschafft, die zweiten Bälle bzw. auch die wichtigen Bälle vor den Toren nicht zu gewinnen. Und was dann auch ausschlaggebend war, waren dann auch unterirdische Leistungen von einigen Spielern, ohne jetzt direkt jemanden anzusprechen. Individuelle Fehler, die sich über die ganze Saison schon hinausziehen, müssen abgestellt werden. Wenn du aufsteigen möchtest oder wenn du auch in die nächste Pokalrunde einziehen möchtest, dann wird das so nichts mit individuellen Fehlern. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich ist, ist die Abhängigkeit von Reze. Man hat es immer wieder gemerkt, die ersten 45 Minuten lief gar nichts nach vorne, also alles war für mich nur Glücks- und Zufallsprodukte. Als Reze dann reinkam, hat man versucht, ihm den Ball zu geben und hat dann einfach nur, sage ich mal, daneben gestanden und gehofft, dass da irgendwas passiert. Funktioniert leider so nicht. Hertha hat es für mich spielerisch auf jeden Fall nicht verdient, in die nächste Runde zu kommen, weil wenn du so ein Spiel ablieferst, dann hast du es leider fußballerisch nicht verdient. Als Verein natürlich 100% für die Fans, für alles drumherum hätte ich es auch als Hertha-Fan einfach den Verein gegönnt, dass er weiterkommt. Heute hat es leider nicht gereicht und auch zu Recht nicht gereicht. Aber lass uns mal auch zu den guten Sachen kommen, und zwar Hut ab an die ganzen Hertha-Fans, an alle, die heute auf einen Mittwoch bei 1 bis 2 Grad sich ins Olympiastadion setzen, Hertha anfeuern, den Verein anfeuern und alles nach vorne pushen, dass dieser Verein einfach weiterkommt. Und auch ein riesen Respekt an alle Kaiserslautern-Fans, die auch an einem Mittwoch bei 1 bis 2 Grad 700-800 Kilometer anreisen und mit 10.000 lauterer Fans dort ins Olympiastadion kommen und ihre Mannschaft einfach nach vorne peitschen. Also Riesenrespekt, Riesenradau da gemacht. Das war's von meiner professionellen Analyse von Kevin from the Block. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, kostenlos natürlich. Like dieses Video, kommentiert es, wie ihr es fandet, und an dieser Stelle danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.